Also ich bin selber Segelflieger. Das mache ich seit meiner Jugend. Was am Segelfliegen extrem schön ist, ist, wenn es nicht sehr windig ist, einfach diese Ruhe, diese laminare Luft, das finde ich total entspannend. Fliegen für mich persönlich ist ein schönes Hobby, ein schöner Freizeitausgleich. Ich bin eigentlich gelernter Maschinenbauer und bin da sehr, sehr viel im Auto gesessen. Ja. Also man hat nicht einmal mit Fluglinie oder mit Zug oder wie immer das gut erreichen können. Und ich habe gesagt, das muss ich ändern. Ja. Und dann habe ich tatsächlich den Privatpilotenschein gemacht. Und dann habe ich mit 5 anderen ein Flugzeug gekauft und auch die Linienpilotenausbildung dazu gemacht. Wir sind alle 6 quasi das Flugzeug geflogen wie das eigene Auto. Und irgendwie in der Zeit ist dann die Idee entstanden, man könnte daraus ein Geschäftsmodell entwickeln. Der Bernhard ist in seiner Person ein ganz, ganz lieber Freund. Ich kenne ihn natürlich durch die Fliegerei, auch weil wir schon den ein oder anderen Flug gemeinsam mit unseren Kunden oder mit unseren Gästen absolviert haben. Er hat mit nichts begonnen und mit der Idee, eine Fluglinie zu entwickeln und aufzubauen. Und das hat er geschafft mit respektablen 25 Flugzeugen. Also tatsächlich war von Beginn an die Idee, dass wir als Flotte starten, weil ich habe gelernt in diesem Evaluierungsprozess, in der Entwicklung des Geschäftsmodells, ein Flugzeug ist ein Flugzeug, zwei sind zwei, aber mit drei denkt man in Flotten. Ja, also welches Flugzeug macht welchen Job, wer fliegt welches Flugzeug, wie optimiert man das? Und wir haben immer den Plan gehabt, dass wir wachsen. Also so wie wir hier unsere Produkte sehen, gibt es insofern Parallelen, als es immer sozusagen die gleichen Grundlagen sind, an die man herangeht. Es geht prinzipiell um Funktion, es geht um hohe Qualität, es geht um besondere Materialität und es geht einfach auch um Ästhetik. Mich fasziniert bei Martin, dass einfach Ideen, die in seinem Kopf entstehen, rund um Design sehr fokussiert, die dann tatsächlich in die Realität umsetzt. Also wenn man sich die Produkte ansieht, die Projekte, die er umsetzt, die sprechen eine ganz klare Sprache, das ist der Martin, und er setzt es konsequent um. Uns verbindet sicher beide einfach die Leidenschaft zu den schönen Dingen, zu hoher Qualität in der Dienstleistung wie auch im Produkt. Ich habe Flugzeuge wie Boote, aber Flugzeuge umso mehr schon immer in ihrer Ästhetik wahnsinnig attraktiv gefunden, also um nicht zu sagen erotisch. Also es gibt wahnsinnig schöne Flugzeuge. Und deswegen fliege ich auch heute noch immer gerne wie beim ersten Mal. Und kaum bin ich oben und habe die Chance, dass ich runter sehen darf, dann gibt mir das Gefühl, ich kann Dinge anders sehen. Ja? Und das zieht sich durch dann im täglichen Handeln als Unternehmer, dass man einfach Dinge, kriegt man Input, aber man kann sie dann anders betrachten und anders in Relation zu setzen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt.